Ich begrüße Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich bei Land und Leben. Und das sind die Themen dieser Ausgabe. Die Balance halten. Romana Schuster-Bichler, die Bäuerin des Jahres 2018. Die Osterochsenversteigerung, erfolgreiches Konzept aus Qualität und Marketing. Bereits zum 11. Mal hat die Südtiroler Bäuerinnenorganisation am Sonntag bei ihrer Landesversammlung den Titel Bäuerin des Jahres vergeben. Die Auszeichnung geht heuer an Romana Schuster-Bichler vom Bachguthof in Tarsch im Finchgau, die Bio-Apfelbäuerin, begeisterte Berufsimkerin und sozial engagierte Frau und Mutter von drei Kindern hat immer alle Hände voll zu tun. Für einen Ausgleich aber sorgt Romana genauso und dabei lässt sie sich auch auf Neues ein. Die Kälte dieses Winters hat Böden und Pflanzen noch fest im Griff. Der Blick über die schneebedeckten Apfelanlagen bei Latsch schweift zu dem weithin sichtbaren Kirchturm von Tarsch. Dort, gleich neben der schönen romanischen Kirche, wohnt die Bäuerin des Jahres 2018. Die Honigwerkstatt am Bachguthof ist Romanas Reich. Ab dem Spätsommer bis zum Frühjahr verarbeitet sie hier die Ernte ihrer Bienen. Die Waben sind gefüllt mit kostbarem Honig. Es duftet nach süßem Nektar und Bienenwachs. Vor dem Schleudern schabt Romana das Wachs ab, das die Bienen zum Abdecken der Waben produzieren. Die Waben kommen in die Honigschleuder und nach kurzer Zeit fließt goldener Honig heraus. Im Streben nach hoher Qualität hat Familie Bichler den Hof mit Imkerei und Obstbau auf biologische Landwirtschaft umgestellt und entschieden, mit den Bienenvölkern zu wandern. Ich habe mich ja vor 5-6 Jahren entschieden, dass wir Bio machen. Heim vorangegangen ist ja eigentlich auch, dass wir ein großes Bienensterben gehabt haben. Und haben gesagt, entweder wir lassen es oder wir tun ganz etwas anderes. Und wir schauen jetzt einfach, dass wir das ein bisschen ausstellen, neben durchwandern. Und bis jetzt geht es ganz gut. Mehrere Tonnen Honig kommen so jedes Jahr zusammen und müssen verarbeitet werden. Auch Tochter Lisa hilft stets mit. Den Honig verkauft Romana an Stammkunden, auf Märkten und im Hofladen. Außer Honig bietet sie viele weitere Produkte aus der Imkerei an. Honiglikör und Honigwein, Kosmetik- und Bienenwachsprodukte, Wabenhonig, getrocknete Pollen und Propolis. Ein sehr gefragtes Produkt. Propolis ist ja wie ein natürliches Antibiotikum. Ist für Halsschmerzen, das Immunsystem zu stärken, Entzündungen. Ganz vielseitig wird es verwendet. Mittlerweile ist die Imkerei ein bedeutendes Standbein am Hof. Vor 30 Jahren haben Romana und ihr Mann Wolfgang mit 20 Bienenvölkern angefangen. Heute sind sie Besitzer von 300 Völkern mit Millionen von Bienen. Das verlangt viel Einsatz, gibt aber auch viel Genugtuung. Wenn man sich einmal mit der Biene beschäftigt hat, nachher lässt man das auch nicht mehr los. Und lernen muss schon auch, dass du ein bisschen die Ruhe bewahrst, wenn du zu einem Volk gehst. Und dann kannst du auch nicht so hektisch. Und das kommt schon eher wieder ein bisschen zurück. Auf 20 Standplätzen in Südtirol und im Trentino haben sie ihre Stöcke verteilt. Das Wandern mit den Bienenstöcken ist notwendig, um den Bienen ausreichend Nahrung zu sichern und sie gesund zu erhalten. Seit der Umstellung der Imkerei auf Bio kommt keine Chemie mehr in den Bienenstock. Die Behandlung der bedrohlichen Varroa-Milbe erfolgt biologisch. Wir behandeln jetzt schon seit Jahren mit dem Varroa-Controller. Das ist eine Wärmebehandlung. Wir hängen die Brutrahmen einhängen. Das hitzt sich auf die gewissen Grade auf und das Eiweiß der Varroa kocht einfach vor der Brut. Die Brut schlüpft wieder und die Varroa stirbt ab. Auf einem anderen Standplatz bei Felau stehen die Stöcke mit den Jungvölkern und ihren Königinnen. Es sind Karnika und Backfastbienen. Letztere produzieren mehr Honig. Jeder Handgriff sitzt. Romana und ihr Mann sind ein eingespieltes Team. Eine Stärke von Romana ist sicher gewesen, wenn wir auf Bio umgestellt haben, dass ich mich oft in so Kleinigkeiten verhättelt oder verzettelt. Und sie sieht da allem das Ganze. Und da holt sie mich wieder zurück und sagt, lass das Kleine und wir müssen nach vorne und das Ganze anschauen.
und dann geht's weiter zum nächsten Standplatz. Über 40.000 Kilometer fahren sie jedes Jahr mit ihren Bienen. Zum Bachgutshof gehören auch 3,5 Hektar Obstbau, verteilt auf mehrere Wiesen. Auch diese bewirtschaftet die Familie seit kurzem biologisch. Nicht ganz einfach bei den vielen angrenzenden konventionellen Obstbauern. Die Randreihen muss man einfach entweder fragen, ob man darf die Randreihen mitspritzen mehr für die anderen Bauern. Und sonst muss man einfach, die Randreihen werden sowieso noch als konventionell angeliefert. Sonst werden Analysen gemacht. Aber ich denke, ich bin ja nicht, dass ich jetzt da so auf Streit aus bin. Oder ich denke, das kann man alles mit den Nachbarn klären. Beim Glauben braucht es jede Hand. Seit vielen Jahren kommen immer die gleichen Erntehelfer zum Bachgutshof. An die 10 Männer aus Mazedonien, die die Familie und auch das tägliche frische Mittagessen der Bäuerin sehr schätzen. So, Mahlzeit. Fast jeden Tag besucht Romana mit ihrer Schwiegermutter, die sie zu Hause betreut, den Friedhof. Eine kurze Zeit des Innehaltens in einem durchorganisierten Tagesablauf. Hochbetrieb ist vor Weihnachten. Die Kunden bestellen Geschenke, die Romana sorgfältig verpackt. Im Nebenraum entstehen Hunderte von Engeln, Krippen und Kerzen aus reinem Bienenwachs. Eine Geduldsarbeit. Bei den vielen Arbeiten und Aktivitäten gelingt es Romana dennoch, die Balance zu halten und Kraft zu tanken. Bei Wanderungen mit einer guten Freundin, mit der sie seit Jahren auch regelmäßig Yoga-Übungen macht, zu Hause und oft inmitten der Natur. Da kommt man zu sich selber wieder zurück. Es ist auch oft, wenn man ziemlich gestresst ist, dann machst du ein paar Atemübungen und dann geht es mir einfach wieder besser. Also es hat schon, ich glaube, dass man das einfach ein bisschen befreit, auch den Stress und so. Wir haben viele Sorgen und Nöte miteinander geteilt. Und das Besondere an der Romana ist, dass sie allen da ist, wenn man sie braucht. Besonders ausgeprägt ist Romanas soziale Ader. So unterstützt sie die Lebenshilfe, organisiert und kocht für den jährlichen Suppensonntag, um Geld zu sammeln für bedürftige Familien. Und sie besucht regelmäßig die Senioren im Altersheim von Latsch. Die Romana kommt von Dorsch. Wir haben Dorsch hier oben in sein Haus. Die Leute kennen ihr gut, sie haben viel zu erzählen. Sie spielen gerne mit den Leuten Karten spielen und die Leute schätzen das sehr, ihre ruhige, feine, verständnisvolle Art. Zweimal im Monat kommt Romana für ein paar Stunden, um mit den Senioren Zeit zu verbringen. Beim Spazierengehen, Basteln, Ratschen und oft beim Kartenspielen. Mir freut das einfach, wenn ich kann. Auch und sich noch auch, wie dankbar sie sein, wenn die Leute, wir sind zwei Stunden da. Und die zwei Stunden, die haben da nicht weh. Aus gutem Grund also hat die Bäuerinnenorganisation, für die Romana viele Jahre lang im Ausschuss tätig war, die 49-Jährige vorgeschlagen. Und sie freuen sich nun, dass die Bäuerin des Jahres aus Tarsch kommt. Es ist recht ein einfacher, nicht so hochgesteckt, ganz ein einfacher. Und ja, sie hat einfach, sie tut viele Sachen und kann viele Sachen. Und eben, sie tut viel mit den Beinen, viel sonst. Und ist aber trotzdem auch, wir gehen miteinander Altersheim, sie ist trotzdem noch im Dorf irgendwo auch immer. Nicht allein bei ihrer eigenen Arbeit. Bei den vielen Tätigkeiten am Hof und auswärts braucht es die Unterstützung und das Verständnis der ganzen Familie. Für den Ehemann und die drei Kinder ist Romana aber trotz ihrer Emsigkeit ein Ruhepol. Und sie ist auch eben für mich da, obwohl sie wirklich oft sehr stressig hat. Sie ist schon vorbereitet und unterstützt jeden. Mir wundert es oft selber, wie man das alles durchdienen kann. Zwischen Haushalt, Garten, bei den Bienen als Honig ausliefern und alles unter einen Hut zu kriegen, ist sicher nicht einfach.
in dem Sinne, wenn ich sehe, dass es ihr vielleicht dicht einmal an der Grenze geht. Dann sage ich schon, bitte lass mal irgendetwas hinten, nicht? Aber im Endeffekt macht sie dicht, was sie will. Und da gibt es allerhand, was Romana noch tun und lernen möchte. Sich weiterentwickeln als tatkräftige Bäuerin und Imkerin und dabei offen, kreativ und mitfühlend zu bleiben, das ist ihr wichtig. Und die Anerkennung dafür freut sie auch. Ich bin da schon überrascht gewesen, wenn ich gehört habe, ich bin die Bäuerin des, oder halt, ich wäre halt Bäuerin des Jahres genommen. Na, aber es macht uns schon stolz auch. Möchte ich schon sagen. Bei ihrer feierlichen Landesversammlung vergab die Bäuerinnenorganisation heuer zum 11. Mal diese Auszeichnung. So erhielt Romana von ihrer Vorgängerin Siglinde Ebner-Ebnicher den Wanderpokal als neue Bäuerin des Jahres und eine finanzielle Anerkennung, gestiftet von der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Ja, auch wir gratulieren herzlich der Bäuerin des Jahres 2018. Zum nächsten Thema nun. Sie sehen im Hintergrund St. Lorenzen. Hier in St. Lorenzen steht die große Viehversteigerungshalle, die nach einem Umbau seit kurzem wieder geöffnet ist. Und hier finden regelmäßig die Schlacht- und Mastviehversteigerungen und die Fleckviehversteigerungen statt. Eine ganz besondere Attraktion aber ist jedes Jahr vor Ostern die große Xierser Osterochsenversteigerung. Auch wir waren heuer dabei und wir haben vor dem großen Auftritt die Züchter und ihre Tiere in Xiers besucht. Lokalaugenschein in St. Magdalena in Xiers, im Stall vom Oberweckellerhof. Seniorbauer Josef Selbenbacher hatte einst die Idee mit der Ochsenzucht und er gründete den Verein, dem heute 12 Bauern angehören und dessen Vorsitzender er mit seinen über 80 Jahren noch immer ist. Wie die Alben so Not macht, erfinderisch. Da hat man hin und her geritten, ja, was tat man denn? Milch. Wir haben damals einen alten Stall gehabt, ja, und dann haben wir so ein 4, ein 5 zusammengetan, ja, probieren wir mal mit Ochsen. Das Besondere an den Xierser Almochsen mit Gütesiegel: Sie müssen im Tal geboren sein, 2 Sommer auf der Albenweiden, der Fleckvieh- oder Pinskerrasse angehören, bei der Versteigerung mindestens 650 Kilo wiegen und wenn möglich Hörner tragen. Jeder der 12 Züchter im Verein darf maximal 2 Ochsen für die jährliche Osterochsenversteigerung heranzügeln. Eine Beschränkung, die sich der Verein auferlegt hat, um den Wert der Ochsen hochzuhalten. Gut gehalten müssen sie werden, diese imposanten Tiere. Stiere, die durch Kastration zu gutmütigeren Ochsen werden und dadurch mehr Fleisch bilden, das angeblich zarter sein soll. Gefüttert als Kälber mit Milch, später mit Gras und Heu und natürlich mit energiereichem Kraftfutter. Das ist der Lois und das ist der Marstel. Ja, sind eigentlich ganz gut gelungen wieder. Bin recht zufrieden wieder. Ich fahre keine Mahlzeit 5 Minuten vom Vierter noch, obwohl es ein Mustviech ist. Ich tue die Alben gleich und mich freut die Versteigerung, aber wenn sie enden noch ist, nicht unbedingt freizam, muss ich wirklich sagen, weil es ist ein feiner Viech und da hängt man auch dran, ja. Für den größten Südtiroler Viehvermarkter, das Kofi, sind die Xierser Ochsen ein werbestrategischer Glücksfall. Und dafür engagiert sich das Kofi im Vorfeld. Das sind wirklich auf den Tag optimal hingemästet und man muss sagen, das sind wirklich in einem Top-Zustand. Ein Xierser Ochsenzüchter ist auch Ferdinand Seiwald. Er gehört nicht dem Verein an, seine Ochsen tragen kein Gütesiegel. Dafür darf er alle seine Ochsen zur Versteigerung bringen. Heuer sind es 7 Stück. Zwischen ihm und den anderen Xierser Ochsenzüchtern ist ein Wettbewerb entbrannt. Aber bekanntlich belebt Konkurrenz das Geschäft. Ja, bei den Xiersern müssen sie 650 Kilo wägen. Bei mir ist keine Grenze. Aber wir sind alle drüber. Und weil es so gut läuft, spendiert Seiwald den Erlös aus einem der Ochsen der Südtiroler Krebshilfe. Heuer bereits zum 5. Mal. Das ist der Urban. Urban für die Krebshilfe, gell? Ja, schau. Weil er einen schönen Köpf hat. Wenn man ein Foto macht, muss das auch ein bisschen
Da muss der hier oben drauf ein Fleck und da lässt er so und da lässt er so. Und der ist halt schön weiß. Das ist für viele Menschen eine ganz große Belastung. Nicht nur die Diagnose, sondern auch, wie geht es weiter? Wie wird das enden? Und so können wir halt dichter von der Krebshilfe in den Menschen eine Stütze sein. Durch die Hilfe vieler Menschen und natürlich auch durch den Osterochsen von Seiwald. Wenn ihr magst, gesund sein und arbeiten, dann leistet auch einen Beitrag. Gell? Der Tag der Versteigerung. Die Anspannung bei den Züchtern ist spürbar. Vor ihrem Einzug in den Ring begutachten interessierte Käufer die Tiere. Nicht nur das Fleisch der Ochsen ist begehrt, auch deren Image zieht Metzger, Gastwirte und Lebensmittelhändler zur Osterochsenversteigerung nach St. Lorenzen. Das Fleisch, das man probiert, ist eine ganz gute Qualität. Man erkennt es an der Armel, weil sie nicht so alt sind und trotzdem reif und verhältnismäßig feinfasserig. Ein ganz guter Geschmack und ein richtiges Fettgehalt. Sieht man eigentlich schon durch die Ideale. Eine schöne Überlinie, gute Schlägel. Und ja, gut beieinander. In der Halle steigt die Spannung. Auch er, Luis Durnwalder, hat fast nie gefehlt bei der Osterochsenversteigerung. Und wie erwartet heizt er die Stimmung an, vor allem bei den zahlungskräftigen Käufern aus dem oberitalienischen Raum. Vorrei salutare anche tutti i nostri amici provenienti da altre zone d'Italia. Die Osterochsen kommen in den Ring. Imposante Wesen aus Kraft und Masse, konzentriert geführt an der Kette von ihren Besitzern. 60 Meter. Zügig geht die Versteigerung über die Bühne. 16 Ochsen mit geschütztem Gütesiegel wechseln innerhalb einer halben Stunde ihren Besitzer mit einem Durchschnittspreis von 4,48 Euro und damit 17 Cent höher als im letzten Jahr. Allein 8 Ochsen im Wert von ca. 50.000 Euro kaufen die Despar-Fleischwerke in Bozen. Seit vielen Jahren steigern sie fleißig mit. Das Fleisch wird vor Ostern an den Theken des großen Lebensmittelhändlers angeboten, um etwa 30% teurer als vergleichbares Rindfleisch. Entscheidend ist sicher die Fleischqualität. Daneben zählen noch andere Faktoren. An erster Stelle steht aber die Qualität. So können wir unseren Kunden ein besonderes Produkt anbieten, das nicht immer verfügbar ist. Und dann geht es natürlich auch darum, das Unternehmen Despa hier in der Region bekannt zu machen, auch wenn uns bereits viele kennen. Auch der Verkauf der Ochsen von Ferdinand Seiwald läuft gut. Der Höhepunkt seit vielen Jahren aber ist die Versteigerung eines Ochsen zugunsten der Südtiroler Krebshilfe. Unter tosendem Applaus steigt der Kilopreis von Ochse Urban auf über 12 Euro und seinem Käufer kostet er am Ende 10.560 Euro. Voriges Jahr habe ich auch mitgeboten und dann einen Ochsen ersteigert. Und heuer habe ich halt das Glück gehabt, in Ochse von der Krebshilfe zu kriegen. Wir werden wahrscheinlich hier eine Gala machen, ein Gala-Essen und nachher das Zelt nochmal spenden. Eine Show für Schaulustige, eine Bühne für die Käufer, ein Geschäft für die Bauern und ein Event für die Versteigerungsorganisation. Am Ende sind alle zufrieden. Mittlerweile haben wir gleich gebracht, die Viecher richtig auszumästen und herzurichten. Und auf die Versteigerung richten sie her und bringen sie da her. Und das ist für die Landwirtschaft oder für die ganzen Bauern, für die ganze Organisation oder auf der Viehwirtschaft gut. Ich denke sowieso, dass das weitergeht. Solange die Preise auch so gut sind, ist auch die Motivation, das weiterzuführen, sicher da. Das macht dann nebenbei auch Freude und Spaß und dann ist das eine interessante Sache. Ja, das war's schon wieder von Land und Leben mit einem Einblick in die Zucht der Xierser Osterochsen und mit einem Porträt der Bäuerin des Jahres 2018, Romana Schuster-Bichler. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wir sehen einander wieder in einem Monat. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.